Akt 1. Ein besonderes Gasthaus. 2. Präludium der Tapferkeit. 58. Erwachen. Ich habe hier einen D20 Würfel. Schauen wir mal, ob ich es schaffe, das Spiel zu starten. Würfeln wir mal. Da ist eine 15. Das sollte. Das sollte mir gelingen. Ja, hab's geschafft. Auf geht's. Quest vergeben. Was hast du denn da, Fable? Ich habe das hier am schwarzen Brett gesehen. Da steht, dass ein Werwolf Trigarin heimsucht. Stimmt das? Ja, das stimmt. Hast du schon jemanden dorthin geschickt? Vielleicht diesen Kapuzenträger von gestern? Bisher nicht. Was für eine Art von Helden suchst du? Eine Person, die gut mit schwierigem Gelände zurechtkommt. Vielleicht sogar in Wäldern, idealerweise auch gut mit dem Bogen. Eine Person, die mir sagt, dass sie die Quest annimmt. So einfach ist das eigentlich. Also, ich bin gut mit dem Bogen. Ja, Fable. Und ich kenne mich gut in den Wäldern aus. Ich weiß, Fable. Und? Ich glaube, ich möchte diese Quest vielleicht. Vielleicht? Nein. Nein, nicht nur vielleicht. Seitdem du mir gestern gesagt hast, dass ich meinem Herzen folgen soll, kann ich an nichts anderes mehr denken. Und als ich dann in deine Taverne komme und diese Quest sehe, denke ich mir, hey, ein Start ins Abenteuer nahe einem Wald. Du kennst dich mit Wäldern aus, du lebst in einem Wald. Und Werwölfe sind im Grunde nichts anderes als Wölfe, nur etwas gruseliger, weil sie auch Menschen sind. Aber mit Menschen hast du auch schon geredet. Und du hast zu deinem letzten Geburtstag silberne Pfeile geschenkt bekommen. Und jetzt vergammeln sie nur bei dir zu Hause. Und was? Also ich dachte, ich könnte fragen, ob jemand die Quest schon angenommen hat. Und dann? Soweit habe ich noch nicht nachgedacht. Verstehe. Oder besser gesagt, ich habe das schon. Aber dann habe ich gedacht, was, wenn ich die Quest annehme, dann müsste ich sie auch antreten. Und dann müsste ich gegen die Werwölfe kämpfen oder schlimmer noch, ich müsste mit ihm reden. Was, wenn er mich nicht mag? Und wenn ich dann versuche, ihn mit einem Silberpfeil abzuschießen und stattdessen einen Baum treffe, und dann wäre der Baum bestimmt böse auf mich. Nicht, dass ich mir darüber Sorgen machen müsste, denn ich wäre dann tot, wegen des Werwolfs. Stopp, Fable. Du eskalierst gerade ganz schön. Komm mal runter.
Also, vielleicht sollte ich die Quest zurückhängen. Fable. Ja. Willst du, dass ich dir sage, du sollst diese Quest annehmen? Vielleicht. Ich kann diese Entscheidung nicht für dich treffen. Ich aber auch nicht. Immer wenn ich eine schwere Entscheidung treffen muss, ist es, als würde ich einfrieren. Und ich kann mich nicht bewegen, bis jemand die Entscheidung für mich trifft. Wie ein Schleim, ein gefrorener Schleim, ein bewegungsunfähig gefrorener Schleim. Ich kenne Schleime mit mehr Rückgrat als du. Du hast Schleime getroffen? Meine Taverne steht jedem offen. Oh, stimmt. Was trinken denn Schleimer? Naja, Wasser, noch mehr Schleim und nun ja, Knochen. Du verkaufst Knochen? Nur an Schleim. Oh. Wahrscheinlich kannst du bald meine Knochen verkaufen. Du müsstest sie nur vom Waldboden auflesen. Ich glaube, es wäre schwierig, dem Werwolf deine Knochen abzuschwatzen. Warum bist du so nervös, Fable? Ganz allgemein? Ich glaube, die Antwort darauf würde länger dauern, als ich heute geöffnet habe. Und was die Quest angeht, mir scheint, dass du sie annehmen willst, aber versuchst dich selbst davon abzuhalten. Also, naja, ich möchte sie schon annehmen. Werwölfe sind sicherlich nicht die besten Musen. Aber es wäre ein guter Anfang. Für ein Lied, oder? Ein Präludium für ein Epos. Fable, Beschützer der Wälder, der Welt, der Würmer. Der Würmer? Ich finde, dass sie aussehen, als könnten sie Schutz gebrauchen. Aber immer wenn ich darüber nachdenke, auf Abenteuerreise zu gehen und dann dabei ankomme, was alles passieren könnte, dann fange ich an zu zittern und mir wird schlecht. Lässt dich irgendwas glauben, dass du scheitern könntest? Aus dem blutdurstigen Werwolf, meinst du? Wir wissen nicht, wonach es dürstet. Vielleicht der Orangensaft. Vielleicht. Aber Helden haben Geschichten, nicht wahr? Große Taten, auf die sie zurückblicken können, die ihre Tapferkeit beweisen. Inspirierende Abenteuer, die daran erinnern, dass die Sonne immer wieder aufgeht. Bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich habe große Versagen und hemmende Missgeschicke. Wie die Mary Morgan Sache. Oder mein erstes Zusammentreffen mit der Amaranthinen Hydra. Oder der Geschichte, wegen der ich sich niemand mit mir treffen möchte. Was für eine Morgensache? Ja, die Marie Morgensache. Hast du nicht davon gehört? Geier sei Dank, das heißt, es hat sich nicht auch herumgesprochen. Es war mein erstes Abenteuer, endlich eine Chance, dem ewig gleichen Trott zu entkommen.
Was ist passiert? In der Abenteurergruppe kam auf ihren Reisen durch den Aschenhain. Wegen der Waldgeister kann es nachts ziemlich neblig werden. Und dieser Nebel ist äußerst gefährlich, wenn man sich nicht mit den Geistern auskennt, die in ihm leben. Also hatten sie nach jemandem Ortskundigen gesucht und ein Händler aus Trigarin hat mich empfohlen. Natürlich habe ich zugesagt. Mein erstes Abenteuer. Hurra! Ich war so aufgeregt, aber auch so nervös. Und natürlich musste es schief gehen. Meine Nerven sind mit mir durchgegangen, glaube ich. Warum warst du nervös? Meine Leute und erprobte Abenteurer gleich dazu. Einer stärker als der andere, gekleidet in strahlenden Rüstungen und bewaffnet bis an die Zähne. Ich wollte einen guten Eindruck hinterlassen, aber da machte mir das Pech einen Strich durch die Rechnung. Was ist genau passiert? Ihre verachtenden Blicke im Nacken spüren, als ich sie durch den Wald leitete. Also, ich weiß nicht, ob sie wirklich verächtlich geblickt haben, aber die Angst hat mich übermannt und ich habe mich verlaufen. Ich glaube, ich hatte einen Blackout. Ich habe mich vorher noch nie in den Wäldern verlaufen. Aber da, ich konnte kaum etwas sehen. Das Blut stieg mir in die Ohren und mir wurde schlecht. Und da habe ich einen dummen Fehler gemacht und sie auf einen Weg geführt, den niemals jemand beschreiten sollte. Zur Bank des Schauderweihers, da wo die Mary Morgan lebt. Du kennst die Mary Morgan, oder? Der rachsüchtige Geist, der Männer ertrinkt. Obwohl ich nicht glaube, dass sie bei den Schlechtern wählerisch ist. Nicht freigeschaltet die Mary Morgan. Und ich war so dumm, diese Gruppe genau in ihre Arme zu führen. Ich bekam es mit Angst zu tun. Und dann mussten sie mich retten. Sie kämpften gegen die Mary Morgan und wir konnten fliehen, als es dämmerte. Und sich der Nebel lichtete. Ich konnte sie den Rest der Reise nicht einmal ansehen. Und ich habe mich still von ihnen verabschiedet, als wir das andere Ende des Aschenhains erreichten. Ich konnte nicht einmal sprechen, so peinlich war mir das Ganze. Sie lachten sich bestimmt bis heute tot über mich. Wie kann ich mich je wieder in der Abenteurerwelt blicken lassen? Also, um ehrlich zu sein, hätte es auch schlimmer ausgehen können. Ich hätte sie zu den Vivern, zu der Vivern-Chimäre führen können, die im Mangroven-Morast haust. Vielleicht war ich eine dreiköpfige Bestie. Angeblich sind Abenteurer ihre Lieblingsspeise. Aber das hast du nicht. Nein, das habe ich nicht. Gerüchte. Interessant, da können wir auch wieder eine Quest was machen. Oha. Werwölfe auf Abwägen. Ach, ich habe mal über die Quests hier. Oha. Das rote Tal. Nördlich-südliche Republik Mondsümpfe, Moosburgs, Zayar-Steppe, die Bernsteininseln, Boreas, Iria und die Hochlande. So, dann Fabel, erzähl mir mehr über dein Zusammentreffen mit der Hydra. Also, ein Tag nachdem sie aufgetaucht ist, um das Portal in die Traumlande von Avalon zu bewachen,
Ich wollte ein guter Nachbar sein und habe ihr ein paar selbstgebackene Kekse vorbeigebracht. Zugeben, ich habe sie ein klein wenig anbrennen lassen. Aber ich dachte, sie hat eh einen Feueratem, also macht ihr das sicher nichts aus. Und so gehe ich auf die Amaranthine Hydra zu. Und ich habe diesen ganzen Konversationsaufhänger im Kopf, wie ich mich darauf freue, sie kennenzulernen. Und dass ihre Schuppenfarbe gut zu meinem Blut passt. Aber sie war so groß und einschüchternd, dass mir die Wut im Hals stecken ging. Also habe ich einfach nur die Kekse hingelegt und verlegen gegrinst. Und sie sah zu meinen Keksen und dann zu mir und sagte: Bei den Sternenflüssen dort steht ein Mann, der das permanenten Geschichte lesen kann. Manches ist ewig gleich, es wächst sich nie aus. Manches wankelmütig wie die Leviathane See. Die Chimäre hasst die Maus, die Hydra liebt den Tee. Durch die Vergeschaltung gemeines Ungeziefer. Und ich dachte mir: Wow, die Amaranthine Hydra hat mir ein Rätsel aufgegeben. Eine Queste. So beginnt mein erstes Abenteuer. Aber ich fand die Antwort nicht und ging. Und ich habe 3 Tage lang versucht, das Rätsel zu lösen. Ich habe mich viel zu sehr geschickt, ihr wieder unter die Augen zu treten, weil sie dann ja wüsste, dass ich ihrer Weisheit nicht würdig war. Aber dann habe ich es nicht mehr ausgehalten, rannte zu ihr, entschuldigte mich und bat um eine Antwort. Es stellte sich heraus, das ist einfach, wie sie redet. Sie wollte einen Tee. Hast du ihr denn welchen gemacht? Ja. Dann hast du ihre Quest erfüllt. Mit 3 Tagen Verspätung. Wenn sie ein Gegengift gebraucht hätte, wäre sie gestorben. Sätze mit hätte sind so nützlich wie ein Gegengift, wenn du nicht vergiftet bist. Sie ändern nichts an der Lage. Ich schätze, da hast du recht. Warum will sich niemand mit dir treffen? Weil ich ein Pechvogel bin. Das Pech verfolgte mich. Und immer wenn ich etwas Gutes passieren sollte, vermassle ich es. Egal, wie einfach es ist. Nichts ist so einfach, dass ich es nicht vermasseln könnte. Stell dir vor, es gäbe einen einzigen unsauber eingeschlagenen Nagel im ganzen Königreich. Alle würden problemlos daran vorbeigehen. Außer mir. Ich würde daran hängen bleiben, um uns meinen Mantel zu reißen. Ist das schon mal passiert? Einmal. Ich wünschte, es wäre nur einmal passiert. Mein ganzes Leben folgt dem Pfad mit der maximalen Peinlichkeit. Oder Gefahr. Oder der peinlichsten Gefahr. Der Fluch des Pechs ist mir stetig auf den Fersen, wie ein Begleiter, der insgeheim versucht, dich umzubringen. Niemand will mit jemandem Zeit verbringen, der das Pech wie magisch anzieht. Komm, Fabian, du bist zu streng zu dir selbst. Bin ich das? Letzte Woche wollte ich ein paar Blumen pflücken. Die Narzissen stehen gerade in voller Blüte und man kann wunderschöne Sträußer aus ihnen binden oder Haarschmuck draus machen.
Mit einer Narzisse im Haar fühle ich mich immer viel ruhiger. Aber bei meinem Glück habe ich die Narzissen mit ihrer bösen Zwillingsschwester verwechselt, der weinenden Amaryllis. Rate mal, was ich danach den letzten Tag getan habe. Geweint. Wie ein Baby, den ganzen Tag, als ich sie pflückte, wirbelten ihre Sporen aus und ich fing an zu weinen. Die Trauer der ganzen Welt wusch über mich hinweg. Mein Herz brach in tausende Stücke. Das tut mir leid. Das klingt fürchterlich für ihn. Das war's auch. Während ich die ganze Zeit weinte und schniefte, konnte ich eine Tinktur aus Bärenklau herstellen. Das macht den Schmerz zwar erträglicher, aber ich habe bis zum Morgengrauen geheult. Ich bin so ein Depp. Es ist nichts falsch dran, Blumen zu pflücken. Wenn es die falschen Blumen sind, schon. Stell dir vor, ich hätte sie den Abenteurern angeboten. Oder schlimmer noch, der Hydra. Das wäre so peinlich gewesen. Also, ich finde nicht, dass es peinlich ist, jemandem Blumen zu schenken, um ihnen eine Freude zu machen. Später hat ihr sicher gemeinsam darüber gelacht. Ich glaube nicht, dass sie mit mir gelacht hätten, eher über mich. Vielleicht würden sie mit dir lachen, wenn du nicht weggelaufen wärst. Du dichtest Leuten, die dir bisher keinen Grund dafür gegeben haben, einen ziemlichen grausamen Sinn für Humor an. Nicht alle denken so über dich, wie du selbst über dich denkst. Das wäre schön. Darf ich dich etwas fragen? Ja, immer raus damit. Verbringst du gerne Zeit mit mir? Ja klar, klar, Fabel. Das tue ich. Warum nicht? Ja, wirklich? Natürlich. Dein Gesicht in meiner Taverne lässt selbst die wolkenverhangensten Tage wirklich heller strahlen. Bitte hör niemals damit auf, mich zu besuchen. Das werde ich nicht. Mit dir fühle ich mich viel weniger einsam. Danke. Das liegt daran, dass du nicht alleine bist. Nicht so lange meine Taverne und ich hier sind. Also, geh bloß nirgendwo hin. Das habe ich nicht vor. Ich bleibe hier. Aber ich glaube, dein größtes Problem ist deine eigene Unsicherheit. Wie könnte ich nicht unsicher sein? Alles, was ich anfange, ist zum Scheitern verurteilt. Das ist nicht wahr. Und das weißt du auch. Stimmt. Ich bin gut im Gärten. Alles, was ich anpflanze und pflege, wächst und wächst. Aber ich habe das Gefühl, immer kleiner zu werden. Außer Zucchinis. Ich krieg den Dreh bei denen einfach nie raus. Also, du willst sagen, dass ich wie eine Zucchini bin und dass ich so unsicher bin, weil ich nicht weiß, was ich alles kann? Du musst herausfinden, was du kannst. Jeder hat seine Stärke, Fabel. Bei einem Abenteurer zum Beispiel? Glaubst du nicht, dass ich etwas unterlevelt bin? Und glaubst du, das wird sich ändern, indem du hier oben sitzt?
Ich schätze, nein. Irgendjemand muss diesen Leuten doch helfen, oder? Was, wenn ich es nicht tue und auch sonst niemand ihnen zu Hilfe kommt? Was, wenn ich die einzige Hoffnung bin, die sie haben? Aber was, wenn nicht, wenn jemand anderes besser geeignet wäre? Das Beste, das du tun kannst, ist ihnen zu helfen. Und was, wenn noch ein anderer Abenteurer auftaucht? Wenn diese Person die Lage verbessert, ist das doch gut, oder nicht? Vier Hände sind besser als zwei. Und wer weiß, vielleicht gründet ihr sogar eine Gruppe. Oh. Und außerdem, wenn die Leute einen perfekten Helden wollen, dann können sie lange warten. So einen habe ich noch nie getroffen. Einen perfekten Helden. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Vielleicht sollte ich nicht aufgeben, bevor ich es überhaupt versucht habe. Ich kann immerhin sehr schnell rennen. Also, wenn alles schief geht, kann ich mich immer noch aus dem Staub machen. Das ist die richtige Einstellung. Okay, ich fehle großartige Gärtner und baldige Helden und Nymphenfreund, werde diese Quest annehmen und die Dorfbewohner retten. Und ich werde siegreich sein. War das gut? Ja, das hast du fein gemacht. Ich lasse die Quest in deinen fähigen Händen, mutiger Abenteurer. Schnauze-Handy, ich nehme gerade auf. Hat mich mit der. Ich muss, glaube ich, mein Handy ausmachen während der Aufnahmen. Das hat mich gerade rausgebracht. Summer. Das gibt's ja hier gar nicht. So, wo waren wir? Wie wäre es mit einem Drink, um dir auf deiner Reise zu helfen? Ja. Hast du etwas, was mich flinker und leiser macht, damit der Werwolf mich nicht kommen hört? Etwas mit viel Geschick? Wenn es zum Kampf kommt, möchte ich Überraschungsvorteil haben. Oder vielleicht etwas, das mich diplomatischer macht. Vielleicht ist dieser Werwolf in Wahrheit ein hungriger Laike, der einfach nur ein wenig Aufmunterung und eine Umarmung braucht. Vielleicht könnten wir sogar Freunde werden. Aber dafür bräuchte ich eine Menge Charisma. Das überlasse ich dir. Aber bitte servier mir nicht einfach irgendwas. Bleib bei den Attributen, die ich dich gebeten habe. Denk dran, dass deine Wahl mein Schicksal beeinflusst. Du könntest mein ganzes Abenteuer durch deine Wahl umschreiben. Aber ich bin sicher, dass du das schon weißt. Tut mir leid, ich wollte mich nicht einmischen. Okay. Also entweder machen wir hier was mit viel Geschick, oder wir machen was mit viel Charisma. Hier haben wir entweder den schnellen Schluck, den Standardgetränk, und wir gehen über den Herzenssprecher und gehen ein bisschen Charisma mit auf den Weg. Also ich denke, Diplomatie, das wird so das. Ein bisschen Charisma den Weg der. Ja, vielleicht kann sie ja neue Freunde beginnen. Was haben wir hier auf der. Ist das ein Baum oder so? Was haben wir hier auf dem Stein? So, Charisma, Charisma, Charisma. Haben wir hier.
3 Portionen davon, sehr viel Charisma. Nicht das Fabel-Problem mit Charisma hatte. Der hat mindestens eine 16 drauf. Also das ist da, bin ich mir aber sicher. Aber temporäre Charisma-Boni. Da muss ich ein bisschen Stärke auskippen. Nicht so viel. Und ein bisschen Verteidigung dazu. Ein Herzenssprecher. Erstmal noch anduftreichen. So muss das. Ganz süßes. Ist auch noch nicht geklärt. Charakterbuch von Andor habe ich noch nicht gesehen. Das hier sollte helfen. Danke. Ich fühle mich schon viel besser. Mutiger. Mächtiger. Nein, das klingt, als wäre ich ein Schaf auf einem Bauernhof. Es gibt viele Bauern in Trilgarin. Und ich werde sie beschützen. Oder mit ihnen reden, bis es ihnen besser geht. Das könnten sie ja auch brauchen. Ich hoffe nur, ich muss mit niemandem kämpfen. Nein, es wird schon funktionieren. Dank deiner Hilfe werde ich mich aus jeder Situation hinausreden können. Vielen Dank. Ich glaube, dein Drink hat mir den Mut gegeben, den ich brauche. Du schaffst das, Fable. Ich glaube nicht. Ich hoffe es. Glaub an dich. Ich tue es auf jeden Fall. Du schaffst das. Los, let's go. Oh, okay. Ich schaff das. Viel besser. Da fällt mir ein, ich habe darüber nachgedacht, wie sehr du mir gestern geholfen hast. Und wie ich dir danken möchte, wenn ich jemals den Mut aufbringe, eine Quest anzunehmen. Also? Habe ich dir ein paar Phönix-Sträuße aus meinem Garten gebracht. Ich dachte, sie würden dir vielleicht gefallen. Sie haben inhärente magische Eigenschaften. Wenn man sie in gute Erde anpflanzt, können sie feuerresistent werden. Und ihr Verzehr kann das an uns Normalsterbliche weitergeben. Genau. Ich dachte, sie würden vielleicht gut zu deinem Drinks passen. Das wären sie. Danke, Fable. Das ist wirklich ein tolles Geschenk. Ich kriege die Tage noch eine Lieferung an Infusion. Dann sehe ich mir das alles zusammen an. Natürlich. Freut mich, dass sie dir gefallen. Vielleicht bestelle ich nächstes Mal einen Drink, in dem sie vorkommen. Aber zuerst muss ich meine Quest abschließen. Auf ins Abenteuer. Bis zu meiner heldenhaften Rückkehr. Ich hoffe, Fable wird es gut gehen. Auf welchen Pfad Xios Schicksal Xio geführt hat? Vielleicht einen mit etwas mehr Pfiff? Hoffentlich konnte ich Xio ein wenig dabei helfen.